Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich an den Monitoren zu unserer heutigen Sendung, Kalles Halbzeit im Verlies. Wie das eben so manchmal ist bei einer Live-Sendung, kommt manchmal was dazwischen. Deswegen ist heute die Sendung etwas verspätet angefangen und wird versetzt gesendet. Ich begrüße an meiner linken Seite Niklas Heiden, meinen bewährten Moderator. Moin, Kalle. Hallo. Und wir wollen auch nicht lange drum herum reden. Wir fangen gleich an mit unserem ersten Gast. Und ich bitte dafür unsere bezaubernde Angie auf die Bühne. Bring uns Maximilian Aschwede. Applaus, Applaus, Applaus. Na, grüß dich. In Zeiten von Corona drückt mir das locker weg. Genau, ihr kennt das schon. Auch Ali Genau. wird kurz festgemacht. Übrigens heute schon die 32. Sendung, Kalle. Ja. 32 Sendungen. Guck mal, so ja, lange haben wir es zusammen hier ausgehalten. 1,5 Jahre nonstop, ja. Also seit 2018. Und während wir zugucken, wie Angie den Gast jetzt hier ankettet, richtig, das muss man nochmal hier Fisch und Fisch machen, hier, das ja, Ganze. Das ist nicht in Ordnung. Nee, richtig, richtig. Ja, das ziehen wir hier noch ein bisschen fest. Keine Panik. So. Angie macht das heute aushilfsweise, aber wir bedanken uns dafür recht herzlich. Sie ist so bezaubernd. Ja. Vielen Applaus, herzlichen Applaus, Dank. Applaus, Applaus, Applaus. So. Dann genau, wir gleich dann willst du, möchtest du? Nein, nein, du bist ein Experte. Ja, wir freuen uns jedenfalls. Aber du bist der Gastgeber, ich würde dir jetzt nicht das Wort entziehen. Ali, herzlich willkommen zurück in Hamburg, muss man ja fast sagen. Wie hast du deine ersten Tage nach dem Wechsel jetzt aus der dritten Liga in die, ja, ich sag mal, schöne Oberliga Hamburg verlebt? Ja, danke erstmal für die Einladung. Ganz, ganz gut verlebt. Ging gleich, also ich bin verspätet eingestiegen in die Vorbereitung, war jetzt zweimal dabei, dreimal dabei, ein paar Mal trainiert, also ich habe noch ein bisschen, Nachholbedarf. Ganz genau, ein bisschen was aufzuholen. Und jetzt haben wir auch endlich den ersten Termin. In 2 Wochen geht es ja bei uns dann auch los, ja. Wenn der Profifußball startet, legt die Oberliga auch los. Und ja, da freue ich mich drauf, brauche die 2 Wochen aber auch noch zum Trainieren. Hast du überhaupt Urlaub gehabt, wenn man das mal so fragen darf? Dritte Liga war ja ein bisschen verlängert und ging ja nach hinten heraus, hat sie ja dann doch noch ein bisschen gezogen. Ja, wir haben bis Anfang Juli gespielt und dann hat sich das im Anschluss daran jetzt ergeben, dass ich den Vertrag in Rostock aufgelöst habe. Und dann habe ich eigentlich auch relativ schnell angefangen zu arbeiten. Hatte jetzt noch mal ein paar Tage, um doch irgendwie einen vernünftigen Abschluss an ein kleines Projekt zu haben. Und jetzt geht's los und ich freue mich auf Hamburg. Ich meine, du warst Leistungsträger bei Hansa Rostock und Publikumsliebling. Was waren die Beweggründe, dass du dann letztendlich nach dieser Saison nach TuS Dassendorf gewechselt bist? Ja, das waren letztendlich, war das nachher eine berufliche, familiäre Entscheidung. Ich bin jetzt im Familienunternehmen eingestiegen. Versucht die sitzen man, hier am Rande genau, von Hamburg. Genau, die sitzen am Rande von Hamburg in Basbüttel und da versuche ich in Zukunft meinem Vater ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das braucht aber noch ein bisschen Zeit und wollte nebenbei noch Fußball spielen und da hat TuS Dassendorf sich ja angeboten als Serienmeister. Ich glaube, aber bin du bist nicht ja bekannt. Schon nach wie vor vollen Enthusiasmus an die ganze Geschichte, weil dafür hat man dich ja geholt. Ne? Auf jeden Fall. Also, dem das ist will mein ich, Hobbyverein. Nein, dem will ich auch gerecht werden und die Jungs sind richtig gut. Und ja, also wenn ich dann auf dem Platz stehe, dann versuche ich schon auch Gas zu geben. Ja, also, an der Dinge, so die da kommen werden. Ne? Bei Kalle schlägt das Dassendorf-Herz. Also wenn du nicht ordentlich spielst, dann gibt es am Spieltag gibt's eine Streckbank. Streckbank. Ja, passend genau. Zum Laden. Kalle hat deine fußballerischen, deine Laufbahn schon so ein bisschen angesprochen. Arminia Bielefeld, Kickers Offenbach, Wien, Wiesbaden, Würzburger Kickers und ja unter anderem auch der VfL Wolfsburg unter Felix Magath. Was hast du für Erinnerungen an den VfL? Ja, sehr positive. 5 Jahre in Wolfsburg gespielt und den Übergang in den Herrenbereich dort gemacht. Nicht unter Felix Magath, also wir hatten jetzt keine Berührungspunkte, unter Lorenz Günther Köstner, der dem aber sehr ähnlich ist, auch in der Trainingslehre. Und das war eine gute Schule. Also wurde geackert. Wurde geackert, wurden einige Läufe gemacht, hier und da mal morgen schon in der Halle gewesen, irgendwelche Seile hochgeklettert. Also, aber Gentleman. Ja. Naja, also, als Fußballer siehst du das meistens ja immer noch mal ein bisschen anders in dem Moment, naja, wenn du es machen musst. Also danach war relativ schnell klar, okay, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Also was die, was heißt schlimmer, ne? Was die Intensität betrifft. Keine Trainerlizenz haben. Intensität.
Genau, also das war eine gute Schule. Gut. Du hast ja hauptsächlich für die zweite Mannschaft gespielt, aber ja auch ein bisschen bei den Profis dabei gewesen. Nun haben wir jetzt ja einige Jungs schon gehabt, die auch mal höherklassig gespielt haben. Aber ja, gerade wie du sagtest, so die Magath-Schule kann man ja schon so ein bisschen sagen. Wie ist da so ein Bundesliga-Team? Das ist ja schon tough, oder? Ja, es hört sich so an, als hätte ich da eine Riesenrolle gespielt. Naja, das, du hast ja schon mittrainiert bei den Profis. Ja, ich habe ein paar Mal trainiert, aber ich kann das dann auch nur bedingt beantworten. Also die Jungs, die da waren, die waren einfach qualitativ natürlich unfassbar gut. Mit Edin Dzeko, Diego, Grafitsch. Also das waren Spieler, die waren wirklich, denen hat man gerne beim Training zugeschaut. Und wenn dann irgendwo mal einer gefehlt hat im Training und da musste 11 gegen 11 gespielt werden, dann durften von uns ein paar aushelfen. Und ein paar Mal war ich auch dabei und das habe ich in guter Erinnerung behalten. Aber wie der Alltag da ausgesehen hat, das kann ich gar nicht richtig beantworten. Hast du denn trotzdem vielleicht noch zu irgendjemandem Kontakt aus der Zeit von Wolfsburg? Ja, zu ein paar Jungs mal mehr, mal weniger. Mhm. Ein, zwei gute Freunde sind auch bestehen geblieben oder gute Freundschaften. Aber keine Jungs, die jetzt im Fußball noch richtig für Furore gesorgt haben. Fabian Klose ist gerade aufgestiegen. Ich wollte es gerade, das wäre meine nächste Frage genau, gewesen. Ich habe zu Klose im Moment keinen Kontakt, aber ich verfolge es und habe mich jetzt echt mega für ihn gefreut. Der hat echt Arminia Bielefeld so lange die Treue gehalten und ist jetzt mit denen aufgestiegen. Also das habe ich mit Spaß verfolgt. Was sind so die ausschlaggebenden Punkte bei den Spielern, die das ausmachen, um eben dann in der Bundesliga zu spielen oder eben in der zweiten Mannschaft zu verbleiben? Aus deiner Sicht heraus, ganz offen. In erster Linie natürlich auch Qualität. Also als 19-, 20-Jähriger sich dann gegen die Jungs durchzusetzen, da gehört schon eine Menge zu. Naja, Pele hat mit 17 Weltmeisterschaft gespielt. Ja, Pele, das ist der Maßstab, von dem wir hier sprechen. Wenn das der Maßstab ist, dann habe ich... Bei Kalle gibt es nur on top, dann gibt es da nichts. Dann habe ich, mal im Ernst, dann hab ich eine andere Sportart betrieben. Ja. Also das war damals Einkaufs- oder Transferpolitik von Felix Magath, das ist ja auch bekannt. Also die hatten, glaube ich, ohnehin 35 Spieler im Kader. Und da als junger Bursche so auf sich aufmerksam zu machen, dass man da wirklich in den engeren Kreis rutscht, das ist schon richtig schwierig. Ja. Ja, das ist bei einigen Vereinen zu der Zeit vielleicht einfacher gewesen. In Wolfsburg war es sehr schwer. Mhm. Und warst du ja die letzte Zeit jetzt bei Hansa und hast auch immer gesagt, Hansa hat so einen besonderen Platz bei dir im Herzen. Was macht neben der Tradition, die Hansa Rostock ja zweifelsohne hat und auch den tollen Fans, für dich Hansa so speziell und auch vielleicht einfach besonders? Ja, in erster Linie sind da die Fans und diese ganze Vereinskultur zu nennen, die das schon besonders leben, also wirklich das ganze Bundesland, hier in Hamburg ist es ja geteilt, in Mecklenburg-Vorpommern und Hansa, die Fußballwelt für sich alleine, das merkt man einfach und dann verbindet man das natürlich auch mit den eigenen Leistungen. Ich glaube, dass ich bei Hansa sportlich auch die beste Zeit hatte und dann war es relativ dicht an der Heimat. Das sind natürlich alles Beweggründe, die einfach für eine coole Zeit dann in Rostock sprechen. Mhm. Und trotzdem ging ja diese Zeit jetzt zum Saisonende zu Ende. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es schon im Jahr davor immer mal wieder so ein paar Gerüchte gab. Macht er jetzt weiter? Bleibt er noch da? Wie sieht es aus in der nächsten Zeit? Und jetzt ist es ja dann die Oberliga. Was war für dich denn so die Initialzündung, dass du gesagt hast, so boah, jetzt Profifußball, schön und gut, aber jetzt konzentriere ich mich auf andere Dinge? Ja, Fußball ist ja endlich. Also der Schritt, der kommt dann ja irgendwann. Ich bin 30 geworden. Ich hätte wahrscheinlich auch noch 2-3 Jahre auf dem Niveau spielen können. Genau. Also, Masi Jansen hat mit 29 seine Karriere beendet. Genau. Aber andere spielen bis 37, oder? Andere spielen bis 37 und das muss dann jeder so, so machen, wie er das für richtig hält. Und bei mir war es jetzt einfach die berufliche Perspektive und der Zeitpunkt war gut, das jetzt zu vollziehen und nicht noch ein, zwei Jahre zu warten. Und aber ein Aufhören stand nie zur Debatte. Also, dass du sagst, so einen kompletten Break-Even sozusagen und jetzt ist es ja, also es ist natürlich für mich auch eine komplett neue Situation. Heute Morgen irgendwann um 6:30 dann im Büro gewesen. Aber da muss man sich dran gewöhnen. Also, ich habe gemerkt, ich bin noch nicht der Einzige auf der Straße. Also, so läuft das wohl ab. Ja, also, da unterscheidet sich Leck-Pomm dann doch ein bisschen von Hamburg. Ja, nee, gar nicht mal verkehrstechnisch, sondern einfach der Tag beginnt ein bisschen früher. Okay. Und ja. Aber ich will deswegen ja trotzdem noch weiter Fußball spielen. Ja. Und
Ja, wie gesagt, habe ich eingangs ja schon gesagt, dass Dassendorf, glaube ich, die beste Adresse hier in Hamburg. Du bist ja dabei, jetzt für deinen Lebensabschnitt so ein kleines Resümee zu ziehen. Wenn du jetzt mal nachdenkst, gibt es etwas, was du vielleicht im Nachhinein anders machen würdest? Oder wo du sagst, ah, schade, warum habe ich das nicht gemacht? Dann hätte ich es vielleicht geschafft nach oben. Gibt es da so, wo du sagst, ja, das und das? Das, also, wenn man ein bisschen jünger ist, mit 20, 21 und dann die ersten Wechsel. Ich bin zu Arminia Bielefeld gegangen. Nach einem halben Jahr habe ich das korrigiert, bin nach Offenbach. Die wollten mich im Sommer schon haben und das hat sich in dem Moment dann für mich besser angefühlt. Im Nachhinein habe ich dann auch drüber nachgedacht, gesagt, ah, vielleicht war es ein bisschen ungeduldig, hätte das mal durchgezogen und hätte es auf die nächste Chance gewartet. Mittlerweile. Mittlerweile denke ich aber, dass das einfach müßig ist, im Fußball Entscheidungen zu bereuen. Und ich bin ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist. Es hätte bestimmt einen Tick besser laufen können, hätte aber auch bedeutend schlechter laufen können. Das wunderbar bei TuS Dassendorf, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, kommen wir zu deiner neuen sportlichen Heimat. Du hast ja nun schon einige Trainingseindrücke sammeln können und auch im Testspiel hast du schon mitgewirkt. Wie groß schätzt du denn die Diskrepanz zwischen Dritte Liga und Oberliganiveau? Man sagt ja immer wieder gerne, auch Dassendorf könnte in die Regionalliga aufsteigen und in der Regionalliga mithalten, was sie, glaube ich, auch zweifelsohne auch könnten. Wie schätzt du den Unterschied ein? Ja, also das würde ich auch sagen. Also es ist wahrscheinlich sogar echt eine gute Regionalliga-Truppe, also die wirklich auch gegen gute Mannschaften mithalten kann. Ich glaube auch gegen VfB Lübeck jetzt im Winter mal ganz gut ausgesehen. Das musst du mich vielleicht auch in 3, 4 Wochen nochmal fragen. Dann haben wir das erste Oberligaspiel hinter uns. Jetzt ist ja alles noch Vorbereitung. Und, wie einfach seid ihr dann schon in der Meisterschaftsrunde nach dem jetzigen Stand? Genau, dann sind wir schon in der Meisterschaftsrunde. Wenn du mich dann fragst, dann kann ich dir das auch wirklich gut beantworten. Jetzt sehe ich einfach nur, wie die Jungs im Training arbeiten. Mhm. Und da sind wirklich gute Kicker dabei. Mhm. Und ist ja auch bekannt, dass man in Dassendorf nach dem Maximum strebt. Das heißt, alles unter Meisterschaft und Pokalsieg ist eigentlich die verlorene Saison. ich kann den bösen Blick von Michael nicht sehen. Deckt sich das mit deinen Zielen? Also so Meisterschaft und Pokalsieg, das ist ja schon. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so offen sagen darf. Zurückhaltung ist in Dassendorf, glaube ich, ein. Ja, ist das so? Ja. Also ich weiß. Bei dem Kader. Ja, also ich weiß, was ich vorhab und. Ich will beide Sachen gewinnen. So sieht's aus. Gute Einstellung. Dafür ein Lob. Applaus! Hast du deinen Dassendorf-Schal heute unter dem Jackett versteckt? Nicht, das weiß man auch so. Abschließend, gibt es irgendetwas? Wir geben jedem Gast die Möglichkeit, etwas kundzutun, was ihm auf dem Herzen liegt oder wo er meint, das ist wichtig. Also das haben auch schon Leute ihre Schwiegermütter gegrüßt, also meine ich im Ernst. Also gibt es irgendetwas, was du noch hier dem Publikum an den Monitoren kundtun möchtest? Was will ich kundtun? Also aufgrund der Geschichte hier würde ich vielleicht den nächsten Gast vorschlagen. Also Olli Kahn könntet ihr mal einladen, weil der hat sich ja, glaube ich, bei jedem Interview bei jeder Gelegenheit durch die Haare gefasst. Das wird ein bisschen eng hier. Also müsst ihr nochmal bei Olli Kahn reinschauen. Jetzt wird es immer schwer. Jetzt hat er einen Job da hier, nachdem er. Ja, aber wenn du bei Bayern München Sportdirektor oder im Vorstand sitzt, dann darfst du hier wahrscheinlich jetzt nicht sitzen. Dann wird es leichter, jetzt Uli zu holen. Ja, genau, vielleicht ist das eine Idee. Aber ansonsten liegt mir erstmal nichts auf dem Herzen. Ich nehme dich beim Wort. Gut, also abschließend haben wir natürlich noch eine obligatorische Frage. Und zwar. Wir haben hier zwei außergewöhnlich gute Kaffeesorten. Einmal den Derby-Sieger, St. Pauli, ne? Ja, gegen HSV 0-2. Also St. Pauli gewonnen. Und dann hier, sinnigerweise passend zu dieser Location, den Domino Espresso. Trinkst du Kaffee? Ich trinke Kaffee, ja. Gut, dann hast du die Wahl der Qual. Welche hättest du denn gerne? Aus Hansa-Verbundenheit nehme ich. Nicht den Derby-Sieger, sondern den Domino. Ah, gut. Okay, Applaus. Ich bitte um die bezaubernde Angie auf die Bühne und bitte. Sehr unseren Gast. Wunderbar. Angie, vielen Dank. Sehr, sehr sympathisch. Applaus. Hier, bitte. Vielen Dank. Prima. Danke dir. Gerne. So, okay. Und wir gehen in die Werbung. Genau. MyBelt EU.
Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. Das von uns gewohnt seid, machen wir natürlich nahtlos weiter mit unserem nächsten Gast und wir bringen weiteren Profifußball-Flair, jedenfalls für das kommende oder für die kommende, für die heutige Sendung und für das kommende Wochenende hier zu Kalle ins Verlies. Denn unser nächster Gast ist Jan Lüneburg. Jan ist Stürmer vom FC Eintracht Norderstedt und spielt am Sonntag im DFB-Pokal gegen Bundesligist Bayer Leverkusen. Genau. Angie, Bezaubernde, bring uns unseren Gast. Applaus, 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 Applaus! Mein lieber Jan. Moin Jan. Moin. Freut uns, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, vielen Dank. Weil du bist ja schon quasi in der Vorbereitung, ne, auf das, was da kommt. Richtig, ja. Ne, und als Leistungsträger, der die ganze Tore weggekickt hat. So, ja. Wunderbar. Guck mal, das macht sich jetzt schon sehr flüssig. Ne? Ja. Okay. Pokalstürmer, wie sein Trainer Jens Martens sagt. Genau. Freust du dich schon auf Sonntag? Ja klar, Vorfreude ist riesig. Wie immer, wenn man im DFB-Pokal spielen darf als Amateurverein. Mhm. Ich durfte jetzt ja schon zweimal mit Norderstedt spielen. Einmal 2016 und einmal 2017. Und ja. 16, 17. 18 sind wir ausgeschieden am grünen Tisch. Ja. Ja, da war ja was. Genau, da war was. Vorfreude ist riesig. Natürlich andere Voraussetzungen als die letzten Jahre, wie man es kennt. Für Amateursport ist natürlich schon auch die Stimmung drumherum immer auch dann wichtig und was Tolles, weil es was Außergewöhnliches ist, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Das ist diesmal leider nicht so. Aber gut, die Bestimmung gibt es nun mal. Eine Frage zwischendurch gleich vorweg. Ihr habt das Heimrecht abgegeben, spielt in Leverkusen. Korrekt. Warum? Da bin ich der falsche Ansprechpartner, das müsste man ja, eigentlich... Ja, aber ihr redet ja auch darüber, die werden euch das ja nicht sagen. Pass auf, wir brauchen jetzt, kommt nicht zu uns hier nach Norderstedt, sondern wir fahren nach Leverkusen. Also ich glaube, das ist einfach aufgrund der aktuellen Situation und dass der Heimverein ja leider keine Zuschauer reinlassen kann, beziehungsweise auch dann Leverkusen, das stimmt. Was da im Hintergrund abgesprochen ist, das kann ich gar nicht beurteilen, weiß ich nicht. Grundsätzlich schade, glaube ich, für alle Beteiligten, weil wir hätten als Spieler und auch als Verein, glaube ich, sehr, sehr gerne zu Hause gespielt bei uns. Ja, das wundert mich sehr eben. Ja. Na, also wenn es jetzt darum geht, hier, dass ihr mehr Zuschauer habt dann in Leverkusen, weil ihr hier zu klein seid, dann kann ich das nachvollziehen, ne? Weil es geht ja in die Kasse von Norderstedt. Aber wenn sowieso keine Zuschauer dabei sein dürfen, dann verstehe ich nicht, warum ihr euren Fans nicht dieses tolle Spiel gönnt und präsentiert. Erstmal, weil wir keine Fans bei uns im Stadion haben dürfen, das ist das Erste. Ja, gut, aber jetzt... Der Aufwand ist ja zu groß, Kalle. Du hast ja Sportcast als... der für Sky überträgt und dann nachher für die ARD. Du musst Kameratürme aufstellen, weil das Stadion ja normalerweise Regionalliga wird ja nicht live übertragen. Mhm. Da musst du im Zweifelsfall, wenn du ein Abendspiel hast, noch eine gewisse Luxzahl an Flutlicht nachweisen. Aha. So, du musst die ganzen Leute da reinholen. Du brauchst ja dann Sicherheitsdienst trotzdem. Wann spielt ihr? Welche Uhrzeit? 15:30. Bitte? 15:30. In ja, ohne Flutlicht machst du. So, aber das gehört ja alles dazu. Ja. Aber nochmal kurz zurück, bevor wir jetzt zum Pokal kommen und zu Leverkusen. Du hast ja nun maßgeblichen Anteil daran, dass ihr jetzt am Wochenende überhaupt DFB-Pokal spielt. Dein Trainer Jens Martens nannte dich Pokalversicherung nach dem Pokalfinale. Du hast ja nicht nur auf dem Weg zum Pokalfinale einige Buden gemacht, sondern ja auch im Pokalfinale 2 Tore. Würdest du sagen, selbst auch, dass du im Moment besser denn je bist, jedenfalls was Pokal und Tore angeht? Besser denn je, ist immer schwierig.
Also ich glaube, im Pokal läuft es ganz gut. Das hat bestimmt auch verschiedenste Gründe. Mhm. Von, dass die Gegner oftmals vielleicht dann auch unterklassig sind. Jetzt im Verhältnis zu uns. Ne? Aber deine Tore waren jetzt ja... Das war jetzt gegen Regionalligisten, das stimmt, ja. Aber grundsätzlich ist das... die Spiele selber nicht klein. Versuche ich. Die Spiele bringen mir einfach Spaß. Ja. Und, alles oder nichts Spiele haben mir schon immer sehr viel Spaß gebracht. Und am Ende bin ich aber auch derjenige, der dann im Strafraum steht und die zumeist guten Bälle, die reinfliegen, dann versucht zu verwerten. Und es gibt, glaube ich, auch diverse Möglichkeiten, die ich dann nicht nutze, wo dann der Aggressionsspiegel meiner Mitspieler auf mich ein bisschen wächst. aber grundsätzlich, ja, ist in den letzten drei Spielen oder die drei Spiele im Pokal waren von uns generell gut. Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gebracht und haben den Pokal, glaube ich, auch am Ende auch verdient gewonnen. Und ja, gut, dass ich dann vorne stehe im Finale und zwei Tore mache von vier, waren es dann ja, glaube ich, das ist dann auch so ein bisschen ja auch mein Job. Das stimmt. Ja. Bevor wir jetzt aber nochmal auf Leverkusen kommen und auf das Wochenende, gerne nochmal das Thema Regionalliga. 3-1 tatsächlich den Auftakt ja verloren bei Weiche Flensburg gegen deinen Ex-Trainer, gegen Seele, Thomas Seliger. Blöde Frage, woran hat es gelegen? Haben wir heute auch versucht zu analysieren, direkt beim ersten Training. Ja, ist auch erstmal so, dass Weiche Flensburg eine sehr, sehr gute Regionalligamannschaft hat. Über Jahre hinweg immer unter die Top 5 kommt. Wir sind jetzt, letztes Jahr hatten wir eine ganz gute Platzierung, aber waren sie auch vor uns. Grundsätzlich ist es eine sehr ambitionierte Mannschaft, ist vor 3 Jahren, glaube ich, auch Meister geworden, ja. Und es waren immer ein bisschen eklige Spiele dort zu spielen, weil sie sehr körperlich spielen, weil sie eine sehr robuste Mannschaft haben, sehr viele erfahrene Spieler, die auch Drittliga-Erfahrung haben, bei Holstein Kiel zum Beispiel. Schwieriger Gegner, war ein bisschen Spielglück auch auf deren Seite. Wir haben die Standardsituation sehr schlecht verteidigt an sich, vom Spiel her. Ja, das stimmt. Das ist also auch eine Baustelle, die wir letztes Jahr nicht unbedingt hatten. Also mit der hochgewachsenen Innenverteidigung, ja. Oder auch mit Philipp und so weiter. Also ja, haben da... Obwohl Philipp ja auch in den letzten Wochen gerne mal für einen Gegner spielt. mit einem kleinen Augenzwinker. Ja, das kleiner Spaß. Das grundsätzlich ist das, glaube ich, so, dass wir wissen, dass wir da halt drei Fehler gemacht haben, die man hätte vermeiden können. Gegen eine Mannschaft, die halt trotzdem eine sehr, sehr gute Regionalliga-Mannschaft ist, darf man immer nicht vergessen. Am Ende geht es jetzt darum, sich auf die nächsten Spiele zu fokussieren. Jetzt kommt erstmal Leverkusen, gut, und dann geht es ja auch direkt weiter gegen Dortmund-Assel. Gut, ist manchmal so im Fußball, dass man halt auch Spiele mal oder Auftaktspiele verliert. Ne? Ja, aber gegen Drottersen spielt ihr zu Hause, ne? Gegen Drottersen ist das Heimrecht nicht getauscht. Ja, okay, richtig. Gut. Ja, gut, die Diskrepanz ist natürlich trotzdem groß, von Bayer Arena zu Edmund-Plumbeck-Stadion. Wo ja dann wahrscheinlich wieder mit Zuschauern. Sicherlich. Also. Das weiß ich gar nicht, wenn ich euer Heimspiel. Heimspiel, ja doch, in Schleswig-Holstein sind die Regeln und so. Ja, dann aber auch nur begrenzte, glaube ich. Ne? Genau, ja. Das stimmt. Ja. Ja, aber immerhin. Also immerhin. Immerhin, wieder, genau. Da ist immerhin es wieder in der Zuschauer. Zeit schon so. Nun ist es ja dieses Jahr so, dass die Regionalliga 2 geteilt wurde in eine Nordstaffel und eine Südstaffel. Und man kann ja schon sagen, Eintracht Norderstedt ist schon ein gestandener Regionalligist, würde ich sagen, auch durch die Leistung der letzten Jahre. Das war ja bis auf eine Saison, wo ihr nun knapp dann den Klassenerhalt noch geholt habt, ja eigentlich immer auch alles sehr solide. Da ist es wahrscheinlich schon das Ziel, dann auch in diese Meisterrunde dann am Ende zu kommen, oder? Ja. Also das ist schon unser Ziel. Ich glaube, den Anspruch müssen wir auch nach der letzten Saison haben. Die nach einem großen Umbruch im letzten Sommer haben wir eine sehr, sehr gute Saison gespielt, muss man ja wirklich sagen. Mit der Corona-Regel, mit den Quotienten 4. oder 5. Jahr geworden sind. Ja, ne? Ja. Das war wirklich schon nicht so zu erwarten. Ja. Und war wirklich eine sehr, sehr gute Runde von uns. Auch sehr konstant mit den ganzen Jungspielern, die wir auch dazu bekommen haben. Also es war wirklich so nicht zu erwarten und wirklich auch erstaunlich gut. Ja, und das geht es natürlich jetzt zu bestätigen. Wir haben wenige Abgänge. Natürlich Nick Brisewatsch, der zu Teutonia gewechselt ist, ist einer davon, der Leistungsträger bei uns auch war. Das müssen wir versuchen aufzufangen und dann glaube ich, dass auf jeden Fall... Dafür habt ihr Nick Gutmann bekommen. Dafür haben wir Nick Gutmann bekommen von Teutonia, ja. Das stimmt, ja. Ja, da geht es einfach jetzt darum, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Und ich glaube, da lehne ich mich noch nicht zu weit aus dem Fenster, dass wenn man sagt, dass wir dann den Anspruch auch haben, dass wir gerne in der Meisterrunde spielen würden. Wie siehst du denn die Hamburger Konkurrenten? Gut. Also wir durften jetzt ja schon in der Pokalrunde im Viertel- und im Halbfinale gegen beide spielen, außer die U23-Mannschaften jetzt mal außen vor gelassen.
Sehr gut. Also gegen Teutonia, das war das erste Spiel von Teutonia in der Zusammensetzung. Und die haben, glaube ich, 16, 17, 18, 19 Spieler, also fast eine komplett neue Mannschaft. Und ich hätte damals, 3-4 Wochen ja her, nicht gedacht, dass die beim ersten Spiel so gut spielen, weil es einfach seine Zeit braucht, auf dem Niveau auch sich einzuspielen. Das haben die sehr, 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 sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gelöst und haben ja auch dann durch ein spätes Tor dann halt ja auch dann unglücklich auch ein bisschen verloren. Mhm. Ich glaube, am Ende war es verdient, aber grundsätzlich, wenn die ein bisschen Zeit bekommen, jetzt am Wochenende auch das erste Spiel ja gewonnen gegen Drochtersen. Auch nicht so schlecht. Auch nicht so schlecht, genau. Also ich glaube, das werden 4 heiße Derbys. Ja, definitiv. Wie findest du das generell, dass der NFV dieses Jahr die Liga aufgeteilt hat? Es gibt ja nun viele Derbys, die Wege sind nicht so weit und so schwierige Spiele wie zum Beispiel vielleicht mal in Wolfsburg oder so, die fallen ja dann nun auch weg. Ja, genau. Also in der Nordstaffel ist ja schon so weich wie Flensburg, würde ich sagen, dass das der schwerste Gegner fußballerisch. Kommt euch entgegen, oder? Ich finde es grundsätzlich auch interessant, dass es viele Derbys gibt und dann mit einer Meisterrunde, dass dann hoffentlich Meisterrunde ja abgerundet wird. Grundsätzlich ja, finde ich die Spielweise oder den Spielmodus gut. Ob ich den noch gut finde, wenn wir uns da nicht für die Meisterschaftsrunde qualifizieren, wenn die ausgeht, da können wir dann nochmal schnacken. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch im Interesse aller Beteiligten, weil sonst einfach auch ein Spielplan von der Umsetzung her, glaube ich, ohne da im Detail zu stecken, schwierig wäre. Mhm. Oh, wir sind ja sowas ähnlich wie ein Wunschkonzert. Welche Schlagzeile wünschst du dir nach dem Spiel gegen Leverkusen? Eintracht Norderstedt spielt am 23.12. in der zweiten DFB-Pokalrunde. Das ist aber so eine Abendblatt-Überschrift. Sehr gut. Achso, ja, welche? Alter, da arbeiten wir nochmal dran. Also. Und was glaubst du, welche Schlagzeile stehen wird? Eintracht Norderstedt gewinnt gegen Bayer Leverkusen 2-1. Geil, bravo, Applaus. Selbstbewusstsein ist gut. Ich dachte gedanklich schon mal irgendwas mit Lüne, Hühnern oder irgendwie so. Mir fällt da schon noch irgendwas ein. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, hier am Monitor kundzutun, was dir am Herzen liegt, irgendjemanden zu grüßen oder auf irgendetwas aufmerksam zu machen, was du meinst, das erwähnenswert ist. Gibt es da etwas? Ich soll niemanden grüßen. Dann soll niemanden grüßen. Wenn du das auch sagst, habe ich noch eine abschließende Frage. Mhm. Und tatsächlich dann jetzt mal auch ohne Flachs. Bei Bayer ist ja nun tatsächlich gerade so ein bisschen Umbruch. Kai Havertz weg, Kevin Volland weg. Der ein oder andere Spieler vielleicht auch noch angeschlagen. Und ihr habt ja nun, also ihr seid ja voll im Saft, muss man ja schon sagen. Ihr habt ja nun auch Liga und Pokal schon gespielt. Trotzdem wird es natürlich eine schwere Aufgabe. Wie realistisch schätzt du das ein, dass in Leverkusen vielleicht was geht? Ja, die Chancen sind natürlich minimal. Ne? Also muss man sich auch nichts vormachen. Die Qualität, wir spielen nicht gegen einen normalen Zweitligisten oder gegen einen Bundesligisten, der meistens um Abstieg spielt, sondern wir spielen gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt ist. Für Europa League wieder dieses Europa League, sehr weit gekommen ist auch. Und das ist schon eine europäische Spitzenmannschaft, kann man so sagen. Auch wenn sie natürlich jetzt den einen oder anderen Abgang haben, die auch, was natürlich auch in der Qualität sich nachher ausschlägt, aber wer weiß, was diese Woche noch passiert. Die haben jetzt auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante, was sie vielleicht ausgeben noch in den einen oder anderen Spieler, das kann ja auch passieren. Hoffen wir es nicht. Für also uns jetzt gerne, in dem Fall. Gerne nächste Woche, aber grundsätzlich die Chancen sind minimal. Wir brauchen einen wirklich 100%igen Sahnetag und Bayer Leverkusen nicht. Die müssen halt ein bisschen überheblich daran gehen und dann haben wir vielleicht eine Chance und die wollen wir dann vielleicht. Aber das macht es ja aus, dass du das Schöne bei Pokal-Turbys. Und vielleicht sehen wir dann einen böse stampfenden Rudi Völler auf der Tribüne. Auch Rudi ist okay, grüße von mir. Wenn ich ihn sehe, mache ich auch du hast die Wahl der Qual. Möchtest du den Kaffee Derby-Sieger oder Domina Espresso? Du outest dich damit natürlich jetzt. Damit oute ich mich, das ist nicht schlimm, da ich ja ein paar Jahre im Jugendbereich bei St. Pauli gespielt habe, ist das doch dann der Derby-Sieger. Alles klar, voll gut. Applaus. So, und meine liebe Angie, komm auf Befreiung. So. MyBelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair.
So, meine Lieben, ich freue mich ganz besonders, heute einen weiblichen Gast begrüßen zu dürfen. Noch dazu jemand, die mir schon so viele gute Laune gebracht hat und sie wirklich froh sind, versprüht. Und ich bitte schlichtweg unsere bezaubernde Susi Salm auf die Bühne. Angie, bring uns Susi! Applaus, 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 Applaus! Woo! He won Rock'n'Roll, meine Süße. Ja, Babyleine, das ist doch, das sind die richtigen. Mua. Und schön. Du siehst ja so lieb aus, ja? Aber das ist Frau, Mann, ne? Mann, Mann, Mann. Ja. Ich bin, oh, das ist schön. Wir haben das durch die, abgespielt. Nein, dies haben wir. Oh, ist das geil. In der Vorahnung, irgendwann dich hier zu haben, haben wir so da gut. Schon, genau, weil du musst festgebunden werden, sonst springst du auf den Dresen, singst und tanzt und schreist und es ist einfach köstlich. Susi. Danke, so. Dankeschön. Ja, das ist Partnerlook, logisch. Susi, Black and White. Weißt du was, 1998 habe ich dich kennengelernt. Ehrlich, im so Theater, spät? Ja, weißt du noch, bei Horst Koster. Ah, ja, ja, im Ding ist hier, Holstenkino oder Holstenwald. Holstenwald. Genau, da hast du, hast du den Merlin gespielt oder so? Sag mal, jetzt bist du aber gut in Fahrt. Genau, ja. Und ich hatte ganz doll Angst vor dir. Ja, ich bin ein Merlin-Fan, also deshalb hat mich sofort dann hier, du mich in den ganzen Wahnsinn in Bann gezogen. Oh Mann, das war noch Zeit. Ja. 98, liebe Freunde, da wart ihr noch nicht mal geboren. Ne? Ja, ich bin 99 geboren. Oh, wie süß. Ja. 22 Jahre, ja. Also wie gesagt, ich kenne Susi als wirklich eigentlich eine Hamburger oder deutsche Rockgröße, die wirklich Rock'n'Roll singt, wie keine zweite hier in Deutschland. Und ja, es ist ja nun mal so. Mich, so das schon, ist ja so. Und wir haben ja viele schöne Sachen erlebt in Imzwick, auf dem Boot, damals im Theater, diese ganzen Geschichten und so, bei Horst Kuska so. Ja. Aber weil wir gerade sagen, Zwick dann hier. Susi, du bist ja nun. Nun bin ich Kneipentante, ne? Im wahrsten Sinne, kann man sagen, mit dem Zwick verheiratet. Ja. Was bedeutet das für dich? Zwick ist eine Kultkneipe, ja, muss man Kneipe sagen, im positiven Wort. Ne? Ja, das ist eine, du weißt ja im Moment, die Zeiten sind anders. Deswegen, das ist gar nicht so einfach. Ja. Und wenn man laut wird, so in so einem Laden, das darfst du gar nicht hören mit deinen roten Öhrchen, nicht? Dann wird man gleich beschimpft. Aber das lassen wir... Ja, das gehört alles dazu. Aber so ist wir es. Haben, wir haben immer ein großes Problem. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist ganz großes aber Problem. Aber das Zwick ist schön und wenn man da rocken darf, man kann da gut essen, gut trinken und schön rocken, dann macht es also natürlich Spaß. Also es gibt Spaß. In Hamburg da zwei, eins hier auf der Reeperbahn. Ja. Da, wie gesagt, kann man essen und trinken. Und das Zwick, das Urzwick in Pöseldorf, das betreibt Uli, glaube ich, auch schon Jahrzehnte. Ne? Jahrzehnte. Und er hat 35 Jahre über den Zwick gewohnt. Das muss man. Jetzt wohnt seine Schwester da, die wird 80. Ja, ich weiß nicht, wie sie das aussieht. Gemeinsamer Freund, muss ich erzählen, einfach mal die Geschichte. Gemeinsamer Freund hat da auch gewohnt. Unser Gott hab ihn selig, Lonzo. Oh, Lonzo Wetzfall, der Teufelsgeiger, über 2 Meter groß, zarte Glieder. Ja. Bricht sich den Arm, ist natürlich völlig genervt auf die ganze Geschichte, weil kann im Fernsehen nicht auftreten, musste mit Helmut Zacharias Termine absagen, damals war das so, im ARD und ZDF. Und nachdem er den Gips abgelehnt hat, hat er natürlich unten im Zwick gefeiert, vom Feinsten, ging nach oben, stolperte die Teppichkante und prägt sich den Oberschenkelknochen. Ich habe ihn in der Endoklinik besucht. Wirklich? Ist wirklich wahr. Ja, es ist traurig, aber es ist so. Das ist wirklich wahr. Aber es passt dazu. Aber Olivia, das bestätigen. Manchmal bist du ja auch da. Obwohl, ich werde mal so einen Stuhl einführen, weil das ist super. Es gibt ja so Gäste, die manchmal frech werden. Ne? Und da kann man noch kurz mal so ein bisschen. Ja, da hast du doch Möglichkeiten. Und Anne hier. Ja, aber sag mal, du hast ja schon immer den Hang gehabt, auf die Bühne zu streben. Ja? In der Schulzeit schon. Mein Lehrer hat ja den Zeugnis da schon. Vermerkt er denn hier ihre Bewegung? Ja, wir machen uns ja schlau über unsere Gäste. Mal, ihre Bewegungsbedürftigkeit. Ihr Bewegungsdrang denn hier ist manchmal wirkt etwas oft zu viel. Stören. Genau, und das stimmt. Wirkt oft stören und so. Also, heute nicht mehr. Ja. Aber gelernt hast du eigentlich Krankenschwester? Nichts an sich. Nö. Hast du das nicht als Krankenschwester gelernt? Doch, ich bin Krankenschwester. Deswegen, ich passe hier so ab und zu gut her. Ich wir haben auch ein Klinikum, aber nicht, genau. Da wollen wir nicht drüber sprechen. Das würde mich so interessieren, wenn du mir das zeigst. Nein, Krankenschwester gelernt, das stimmt. Und dann bin ich so, habe ich natürlich 4 Jahre Musik und Musical und sowas hier, alles an den schönen Stuhlen hier in Hamburg, studiert oder wahrgenommen. Und dann
habe ich Musical gespielt. Und bevor du jetzt zu dieser legendären Rudolf Rock und die Shockers Gruppe gekommen bist, hast du ja vorher schon mit namhaften bekannten Musikern gemacht und auch mit Komödianten, ja, Comedies. Genau, also es gab mal das Susi Schlagersextett und da war Olli Dittrich mit dabei, genau. Und mit Olli bin ich dann auch zu Bastian Pastewka gekommen. Ja, auch cool. Genau, auch cool. Und dann, genau. Ja. Und dann haben wir auch große Touren Deutschland und Schweiz gemacht. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend mit den beiden. Ja. Wenn die zusammen auf der Bühne agieren und du mit denen zusammen darum agieren kannst und spielen kannst, das macht natürlich Spaß, bin klar. Ja. Vorn und hinten nur gelacht, ehrlich. Hinter der Bühne bin ich bei Basti immer zusammengebrochen, konnte nicht mehr. Er ist wirklich... Er ist so, wie er ist. Er ist auch privat so. Ja. Und bei Olli ist es so ein bisschen anders. Er ist zurückgenommener privat. Ja. Also ne, die Bühne, aber, er trennt das hier stark. Basti, ich war bei ihm mal in seinem Imbiss eingeladen. Ja, ach, warst du da? Ja, und? Ja. Hat's dir denn geschmeckt? Ja, genau. Ja, das war okay der gewesen. Ingo, ne? Ja, das war aber okay gewesen. War aber okay. Aber es war eine der wenigen Sendungen mit einem Nachschlag gewesen. Er kam dann in der zweiten Sendung und sagt, oh, mit einem Tapete als Gipsverband. Und sagt, Kalle hat mir die Hand gebrochen. Ja, das ist wirklich wahr. Ja, das ist schon lange her. Ja, das ist auch schon lange. Der macht das ja auch schon lange. Mein lieber Gott. Ja, wir sind alle doch nicht mehr so jung, wie wir aussehen, hätte ich fast gesagt. Also, hallo. Unter 300 Jahre machen wir es nicht. Ja, aber weil wir beim Tick sind, du machst ja in Lüneburg, glaube ich, auch. Nee, Lüneburg gibt es nicht mehr. Aber nicht mehr? Nee, es gibt es nicht mehr. Wir haben also hier, weißt du ja, Mittelweg und... Ja, ja. Und, habt ihr auch genug vorne, zu tun, ne? Gleich an der Ecke. Und bald in Stiebelse. Und wo ist Stiebelse? An der Elbe im Osten. Ah. Wie komme ich da hin? Nur mit einer Fähre. Und ja, das ist wirklich wahr. Das ist nur eigenen Tribut. Genau, tatsächlich. Und das freut mich sehr, weil das ist, hat mich in dieser schwierigen Krisenzeit sehr gerettet. Ich bin da hingekommen, habe da 4 Wochen gearbeitet und habe gesagt, so jetzt übernehme ich den Laden. Und ab nächsten Jahr geht es rund. Auch in Stiebelse an der Elbe. Und das in dieser Zeit? Ja. Ja, genau. Gerade vielleicht. Aber da gehört ja eigentlich auch Mut dazu, ne? Ja, den Mut haben wir ja immer. Aber er hat eben was Tolles gesagt, der Liebste hier vor mir. Er hat Geld irgendwo auf der Kante liegen. Das hast du eben noch irgendwo gesagt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Genau. Also Angel und ich, das haben natürlich die Uhr. Nee, das hat er hier vorne eben gesagt. Da habe ich gedacht, oh, das sind Männer, die braucht das Land. Geld noch auf der Kante. Ja. Das habe ich nicht, aber genau du sagst es richtig, wir haben Mut und versuchen in das. In der jetzigen Zeit ist Gastronomie ja schon ein Pokerspiel, muss man ganz einfach sagen. Also ich weiß zum Beispiel hier auf St. Pauli, einige Diskotheken, die sind kurz vorm Kollaps. Ja, ne? Ist doch klar, weil die ist haben vier, fünf Monate zu, weil Diskotheken, Restaurants dürfen ja noch. So, und die haben teilweise 5-stellige Mieten. Ja. Ne? Also ist nicht lustig, die ganze Geschichte. Überhaupt was da Frau Merkel macht, ich sage immer, es ist weltweit. Es ist nicht nur Deutschland, sondern, verstehst du, das ist der Wahnsinn. Ja, okay. Aber lass uns darüber nicht diskutieren. Einige Läden sind ja inzwischen auch kreativ geworden, so wie das Nuho. Die machen immer einmal die Woche jedenfalls auf mit Rest. Die haben sich Tische reingestellt in den Laden, machen Sushi, machen Burger, Events und so. Das ist super. Und irgendwann werden natürlich dann die Tische von den Zuschauern zur Seite geschoben oder von den Leuten, die drin sind, zur Seite geschoben. Nein, aber das hilft eigentlich nur, um den Laden im Gespräch zu bringen. Ja, na klar. Aber du kannst das Personal, ihr habt zum Beispiel auch im Zwick hier auf der Reeperbahn, ihr wahnsinnig viel Personal. Wir haben insgesamt 45 Menschen. Das ist natürlich ein Horror, verstehst du? Und man hat ja diesen Leuten gegenüber eine Verantwortung. Das kann ich dir sagen. Das ist nicht einfach, die ganze Geschichte. Nein. Gleichzeitig wollen wir ein bisschen lustig werden wieder. du rockst ja wirklich wie keine zweite. Also das ist ohne Flachs. Man muss Susi live erleben. Man kann es nicht beschreiben. Das Susi, ist schön. Susi springt wirklich. Das ist eine echte Nein, das Werbung. Ist wirklich. Ich habe viele Konzerte gesehen. Wenn ich dran denke, dieses Revival vom Onkel Pö. Oh, das war im Oktober. Gar nicht so lange her. Das ist unglaublich gewesen. Und also da waren schon tierische Sachen gewesen. Da war ich mit einer Bekannten da gewesen, die war total verliebt in dich. In dich. Die sagt, das ist eine tierische Frau und so, wirklich wahr. War sie so mein Alter? Das nee. Die war weitaus jünger gewesen als Siehst du, das ne? gibt es auch noch. Also es gibt noch so Sachen. Aber weil du eben so voller Elan warst. Verstehst du, weil du so gepowert hast, die ganze Geschichte. Musik ist natürlich, ich singe jetzt was, ich finde das am besten. Ja. Ich kann doch jetzt singen und dann hören wir auf. Wie findest du? Was möchtest du in A Cappella singen? Irgendwas. Zum Beispiel. Hula, won't you buy me and a Mercedes Benz? My friends old like Porsches must make amends. Look out from the last time, no help from my friends. Hula, won't you buy me and a Mercedes Benz?
Und das ist ja Applaus. Und der Witz ist, das ist im Original genauso von Janis Joplin, weil sie verstarb, bevor das dann eingespielt wurde, die Musik da eingespielt wurde. Das war von ihrer letzten LP gewesen, wo sie auch, mir Bobby McGee gesungen hat. Ganz auf genau. Die Stick. Ja. Na, aber ich habe dieses Album noch gehabt und ich bin ein großer Fan von ihr gewesen. Und sie ist ja nun, wie alt war ich da, glaube ich, so 20, 21, als sie verstarb. Sie war eine der ersten, die in den Kreis der 27 aufgenommen wurden. Die Rockstars, die mit 27 Jahren starben. Ja. Nach Brian Jones, Jim Morrison, Blind All von Kenneth Heath und so. Gut, und dann kam eben... Da ist er. Ja. Und dann... Ich kenne das wirklich eine ganze Menge über sie, auch so über ihren ganzen Werdegang und die ganze Geschichte. Und sie war ja so eine, wie soll ich sagen, eine Getriebene. Ne? Sie sah nicht so toll aus und so und hat deshalb dann hier gesungen und weil in der Hoffnung dann hier wirklich wie bei den Männern umgekehrt auch dann hier jeden ins Bett zu bekommen, was ihr dann auch gelang. Und so, ja, das ist so. Dass hier alles rauskommt. Sie war eine Rockröhre vom Feinsten. Das ist wirklich wahr. Sie dann leider Wahnsinn. An Alkohol und Drogen verstarb. Aber Janis Joplin und dieses berühmte Song, Mercedes-Benz, der sogar auf der Platte so in dem genau in diesem Format veröffentlicht wurde. Ja, Mercedes-Benz, genau. Sie fuhren Porsche nebenbei auch. Ne? Ja, das ist die Dorsche, sie fahren gern Porsche. So ist es eben. Ja, genau. Ja. Nee, erzähl, sonst, Susi, was gibt es im Augenblick so an aktuellen Sachen mit Rudolf Rock zum Beispiel? Das ist mit die Grubbel, die dein Göttergatte, Uli ins Leben gerufen hat. 76, muss ich mir das vorstellen. Das sind über 40 Jahre ist das mittlerweile her. Und die touren immer noch. Also wir haben viel gemacht und auch im letzten Jahr waren wir Roncalli 3 Monate gespielt. Das ist ja jetzt alles nicht... Ihr seid auch mal mit der Queen Elizabeth nach USA gefahren als Boardband. Ne? Ja, das ist übrigens sehr lustig. Da haben die 90-Jährigen, du lachst jetzt eventuell... ordentlich gerockt, weil das waren alles Songs, die das kannten. Das ist ja deren Musik. Das ist deren Musik. Genau. Und das ist so toll, diese englischen Ladies. Also der Rentner-Kahn. Ja, genau. Aber das ist natürlich lustig. Ja. Hier hören sie die Schlager und da ist eben die Rockmusik angesagt. Das sind natürlich Sachen, das geht im Moment nicht. Was wir machen, seit kurzem Live-Musik wieder im Zwick, hier auf der Reeperbahn. Und machen das immer samstags ab 21 Uhr. Es können nur so viele Leute... Jetzt wieder. Und die Leute flippen im Sitzen aus, wie ich jetzt Man darf ja nicht aufstehen und nicht sich groß bewegen. Aber das ist natürlich schön, dass wir Gott das machen. Gott sei Dank. Das ist ganz schön. Wie viele Leute dürft ihr denn reinlassen? Uli, wie viel dürfen wir da reinlassen? 100, ne? Anstatt 250. Ja, kannst du mal sehen. Ist ja immer noch. Immerhin. Das heißt, es läuft auch so langsam wieder an. Genau, die Zahlen sind anders. Man gewöhnt sich an andere Zahlen, aber deswegen. Aber wichtig ist, dass was tut, weil die Leute, die strömen ja nach wie vor nach St. Pauli und die wollen was erleben, die wollen das sehen, die wollen Live-Musik haben, die wollen eigentlich gerne auch ins Musical, können nicht und das bleibt ihnen anders übrig, sie besuchen das Verlies. Genau, das stimmt, so wie wir besuchen schön, das Verlies. Schön wäre es, wenn das auch jeder so machen würde. Bitte? Schön wäre es, wenn das jeder so machen würde, hier bei dir vorbeikommen. Ja, das wäre schön, das wäre schon ganz gut. Das ist okay. Ja, wir machen noch Werbung hier im Laufe. Ja, klar. Also, Ladies and Gentlemen, wenn Sie mal Lust haben, es geht alles, ne? Also, schön hier. Super, perfekt. Ja. Sag mal, wenn wir schon mal hier darüber sprechen, dann möchte ich natürlich auch ein bisschen was Privates. Natürlich. Weil ich kenne Uli ja, die kenne ich sogar noch länger, als wir uns kennen, logischerweise, weil er ist dann der Gottvater vom Zwick gewesen. Oder immer noch von Pöseldorf, damals gab es ja nur das Pöseldorfer Zwick. Wird 70 Jahre alt übrigens, ne, dieses Jahr. Ja, ja. Krass. Und ich weiß, ich war schon in den 70er Jahren war ich schon da. Wir haben da nachts immer, weil da konnte man sehr gut essen. Die machten wirklich eine der besten Pizzas, die es in Hamburg gab. Die wurden frisch gemacht. Und wenn ich dann ich hatte mein Büro in der Parkallee. Und wenn ich dann, ich arbeite ja sehr lange, ne, nachts um 12:30 dann wirklich losging, rief ich an. Und dann wurde die Pizza und dann 10, 20 Minuten später war ich da. Und da konnte man gut essen. Ne? Schade, dass das nicht mehr geht. Ne? Das ging nicht mehr, weil sie mussten sich entscheiden, rauchen oder essen. Und Zick ist halt eine Kneipe, wo man am Tresen steht, sich unterhält, Musik hört, wirklich hier querfeldein richtig Rockmusik gemacht. Und dann ist es eben, und oben konnte man riesig essen. Und eine
ganz, ganz kleine Auswahl seiner riesen Basssammlung hängt im Zwick. Genau. In beiden. In beiden. Uli hat eine der größten Basssammlungen der Welt. Ja. Ne? Das also es sagt sich immer so leicht, aber es stimmt tatsächlich. Ja, ich weiß. In dem Fall. Dann alle abstauben. Oh. Ja, also es ist wirklich, man stolpert auch drüber. Aber hat er zu Hause hier auch hängen oder nur in den Läden? Nee, auch zu Hause. Zu Hause auch? Ja, klar. Dann schlag ihm doch mal vor so einen Glasfußboden, da kannst du alle rein. Nee, Uli, das hörst du gar nicht. Das sind Hunderte. Ich glaube, dann stolperst du, die schon hier im Zwickhänger oder so, 600 besser. Ja, aber hier im Zwickhänger schon über 30 Stück. Ne? Ja, besser kannst du den Fußboden nicht nutzen, glaube ich. Ne? Besser kannst du den Fußboden Nein, das ist wirklich cool. Also, das muss bevor sagen, du drüber stolperst, ja, musst du kreativ werden. Erzähl, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Durch die Musik. Ja. Ich kenne natürlich Uli ganz lange. Also Rudolf Rock stand ich immer, war ja eine fantastische Sängerin damals. Schon und hab die angehimmelt. Und 2004, also ich kenne ihn seit 98, Uli, genau, auch lustigerweise 98. Und aber er hat den Sieg davon getragen. Ja. Ich dumme, arme Kalle. Ach, du hast so viele, dann hör doch mal auf. Du viel, das ist doch der Wahnsinn, du. Hier ja, Angie, wahnsinnig, dass ich alleine hier sitze. Ach ja, ja, oh. So, jetzt machen wir wieder weiterreden. Erzähl, wie habt ihr euch denn kennengelernt hier? Zwei Musikerherzen. Ich habe da mal ausgeholfen, 98. Bei Rudolf Rock. Und genau. Dann, was hast du gespielt mit da war ich bei Koska und dann habe ich da ausgeholfen, hat mich wirklich jemand gefragt. Die hatten keine Dame da zur Zeit. Oh ja, und dann sind wir uns dann irgendwann näher gekommen. Und 2004 bin ich eingestiegen bei Rudolf Rock. Ah. Genau, und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und habe ich gesagt, okay. Und wie war das hier? Mit Kniefall oder mit Ringe zeigen oder ja, so erzählen? Also ohne Kniefall, aber er hat gesagt. Ich hoffe ja mit Gitarre. Mit Bass, genau. Wir haben also, er hat mich gefragt, ich sag mal, am Dienstag und Mittwoch haben wir geheiratet. Ach, das war geil. Gleich also nur einen Tag. Ein Tag. Ja, länger braucht man auch nicht. So mache ich auch in Las Vegas. Da fliege ich hin, heirate eine Woche heiße Liebe, dann mit dem Cadillac nach Reno. Dort lassen wir uns wieder scheiden. Ja. Und dann, davon erzählen sie immer. Egal, wen die später geheiratet haben, das haben sie nie vergessen. Genau. Ja, das ist besser als so ein Mallorca-Urlaub, ne? Viel besser, siehst du. Meine liebe Susi, gibt es noch etwas, was du uns erzählen möchtest, was dir am Herzen liegt denn hier, was die Welt erfahren möchte? Also erstmal möchte ich natürlich ganz lieb meine Freunde grüßen und wünsche allen ganz viel Kraft. Den Fußballsport endlich mal wieder mit Zuschauern. Vielleicht klappt das irgendwann mal wieder. Das wäre ganz toll. Das würde euch auch helfen, vor allem Heimspiele von Okay. Das auch, aber ich gehe selbst gern zum Fußball. Und ihr seid ja auch nur einen Steinwurf entfernt vom Stadion. Ja, das auch. Ich gehe auch zum HSV, ist das schlimm? Ich auch. Solche Steinwurf-Vergleiche sind gefährlich. Steinwurf hier. Ich gehe auch Schnitzel essen durch den hier und bestelle mir einen Zigeunerschnitzel. Also man muss auch mal irgendwie... Das war doch ein Anspiel, wo Olaf Scholz das auch sagte, ist nur ein Steinwurf von der Flora entfernt, der G20. Achso, Das war noch etwas sinniger. So, also ist so mein Anliegen, dass alle fröhlich bleiben und glauben, dass es besser wird. Und ich hoffe, dass ich auch einen leckeren Kaffee bekomme. Kaffee bekomme, lecker. Ja, natürlich. Susi. Ich habe die Wahl der Qual. Nein, diese nehme ich dir jetzt ab, diese Wahl der Qual. Ich krieg bestimmt. Du kriegst einmal denn hier den Domina Espresso, weil du bist eine dominante Lady. Verstehst du? Ja. So. Und du kriegst dazu noch den Derby-Sieger. Wow. Weil ihr seid Derby-Sieger für mich. Du und dein Göttergatte, Uli. Wie süß. Und ich hoffe, die anderen sehen mir das nach. Nicht aber das nehme ich mir einfach mal heraus, diese Frechheit. Weil ich weiß, ihr mögt gerne Kaffee. Ne? Das stimmt. Und deswegen sind beide für dich. Und jetzt bitte ich unsere bezaubernde Angie noch einmal abschließend auf die Bühne. Ein Applaus für Angie! Ja? Dankeschön. So, oh, wie schön. Wir danken dir recht herzlich, dass du uns heute so gut ausgeholfen hast. Zeig dich doch mal. Zeig doch mal dem Publikum. Oh. Angie! Applaus. So, genau. Vielen Dank. Und dann bleibt uns ja, meine Liebe. Ja, so, damit die Leute sich nicht aufregen. Ich freue mich ganz doll. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Und Mercedes-Benz. Heilig fruchtig, musst du doch sagen. Irgend sowas. Guck dir mal an, Delia. Das ist gerade die Uhr. Die Susi. Genau. Und Kalle ist völlig hin und weg.
Uns bleibt nur zu sagen, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und natürlich nächsten Montag im Monat in anderer Form. Aber lasst euch da überraschen. Zu gegebener Zeit über berichten. Richtig, genau. Wir danken heute dem Team, die uns heute hier durch diese Sendung begleitet hat, die Technik. Und natürlich auch an Dennis, der super gute Fragen herausgesucht hat. Natürlich, ja. Einen wunderbaren Kameraoperator, der keinen Aufbau braucht, der so groß ist, der überragt uns um zwei Köpfe. Und er muss die Kameras immer zwischen die Knie halten, damit er mit mir auf Augenhöhe ist. Nein, wunderbar. Vielen Dank alles. Und dann sagen wir bye-bye. Bis zum nächsten Mal, den ersten Montag im Oktober. Genau. Bye-bye. Tschüss.